Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Fraktion Die Linke hat, glaube ich, jetzt die Aufgabe der ehemaligen Fraktion Die Grünen, Bündnis 90 Die Grünen, übernommen. Ich erinnere mich an die letzte Legislatur, als die Grünen 2015 einen Antrag gestellt haben, Haushaltsüberschüsse in die Zukunft des Landes investieren, Nachtragshaushalt vorlegen. Und 2016 forderten die Grünen im einen Antrag Nachtragshaushalt vorlegen, Investitionsprogramm 2020 auf den Weg bringen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist natürlich für eine Oppositionspartei legitim und auch vielleicht sogar nicht nur legitim, sondern auch nachzuvollziehen. Aber Sie können sich auch vorstellen, dass wir dieser Forderung, auch wenn sie mit Haushaltswahrheit und Klarheit hier umschrieben wird, nicht nachkommen werden. Der Nachtragshaushalt soll insgesamt 12 Punkte beinhalten. Wir haben sie ja gerade schon mal gehört. Ich möchte da bloß auf vier eingehen. Einmal die Einrichtung eines Strukturfonds von mindestens 100 Millionen. Ich fand ja schon mal die Ziffernfolge sehr interessant, wenn man 1000 schreibt. Aber es ist so geschrieben, die Elternbeitragsentlastung in den Kindertagsbetreuung, da haben wir ja gesagt, dass es ab 2018 kommen soll, eine zusätzliche Deutschstunde an den Grundschulen, aber auch 19 neue Stellen an der Fachhochschule. Ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich da sage, dass wir diese Sachen natürlich im Rahmen der Haushaltsberatung einbringen werden und auch mit den Oppositionsparteien entsprechend diskutieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag der Linken ist aus unserer Sicht entbehrlich und entbehrlich, weil er unter dem Deckmantel von mehr Haushaltswahrheit und Klarheit hier eingereicht worden ist und dass er einfach nur viele Punkte aufgenommen hat, die wir im Koalitionsvertrag geregelt haben und die wir dem wir natürlich auch bei den entsprechenden Haushaltsberatungen umsetzen werden oder natürlich jetzt, wenn es darauf ankommt, in der normalen Bewirtschaftung, wo wir es in diesem Jahr machen wollen. Frau Dr. Schwenke, im Moment wissen wir noch gar nicht mal, wie der Haushaltsüberschuss ist. Deswegen hätte ich an Ihrer Stelle vielleicht mit dem Antrag gewartet, bis man den Überschuss kennt. Okay, dann stellen wir den sobald man wenn man weiß, Herr Ritter, dass die Koalition natürlich, und das wissen Sie ja, auch diesen Antrag schon entsprechend, dieses Geld schon entsprechend verplant hat. Das haben Sie ja auch, wissen Sie ja auch. Das wissen Sie ja auch, und das ist ja allgemein im Koalitionsvertrag geregelt, dass wir die Überschüsse zu drei Viertel tilgen wollen und das andere Viertel dann entsprechend in unseren Strategiefonds einbringen wollen. Aber da wir nicht wissen, wie viel derzeit ist, können wir natürlich Ihnen auch noch nichts vorlegen, auch nicht im Finanzausschuss. Ich könnte jetzt noch mal auf die einzelnen Punkte eingehen, wo das bei uns im Koalitionsvertrag beschrieben ist, aber das haben Sie ja scheinbar sehr genau nachgelesen. Deswegen werde ich es nicht mehr machen. Inhaltlich sind die Vorhaben, die die Linken aufmachen, also sehr berechtigt und auch nachvollziehbar. Sie haben sie ja bei uns auch abgeschrieben. Ich habe ja schon mal versucht darzustellen, wenn wir höchstwahrscheinlich im Februar wissen, gibt es einen Haushaltsüberschuss, ja oder nein, dann werden wir natürlich versuchen und werden es auch im Finanzausschuss Ihnen vorlegen und eindeutig sagen, wie wir mit diesen Geldern umgehen wollen. So ist es ja auch üblich ich gehe mal davon aus, dass die Opposition auch gar nicht damit gerechnet hat, dass die Koalition den Antrag heute zustimmen wird, weil sie ja wissen, dass wir
dass wir dieses, wie es vom Haushaltsgesetzgeber vorgeschrieben ist, in einem geordneten Verfahren machen werden und die Haushaltswahrheit und Klarheit für uns ein oberstes Gebot ist und wir die Opposition natürlich bei allen Schritten, bevor wir das Geld ausgeben, mitnehmen werden. Das ist ja selbstverständlich, dass wir natürlich unsere Ziele damit verfolgen und nicht die Ziele der Opposition. Das ist klar, manchmal ist da Deckungsgleichheit, das ist auch klar, aber wir wollen Politik gestalten, deswegen haben wir hier eine Regierung gebildet, deswegen werden wir auch einen entsprechenden Doppelhaushalt aufstellen und wenn wir Geld noch in 2017 ausgeben wollen, werden wir das in einem dafür vorgesehenen Verfahren über den Finanzausschuss regeln. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bedanke mich für Ihren Antrag. Das Wort hat jetzt für die Fraktion Die Linke die Abgeordnete Frau Rösler.